In diesem Video schaue ich mir den VPN-Anbieter TorGuard an und da habe ich mich schon drauf gefreut, denn TorGuard ist einer der wenigen, der zumindest auf dem Papier alle Anforderungen erfüllt, die ich an einen VPN habe. Ich habe vom Hersteller einen 6-Monats-Account zur Verfügung gestellt bekommen. Kommen wir zur Geschwindigkeit, da hat es beim ersten Test richtig gut geklappt, war ich auf dem niederländischen Server und habe die volle Geschwindigkeit bekommen, habe aber auch auf anderen Servern getestet. Und da wurde es etwas langsamer. Hier bin ich in Tschechien bin ich nicht mal auf 80 Mbit gekommen. Als ich dann den Support gefragt habe, an was das genau liegen kann, haben die mir gesagt, ich soll mal nicht OpenVPN, sondern OpenConnect benutzen. Habe ich gemacht, war noch langsamer. Also daran liegt es auch nicht, die Server scheinen scheinbar am Limit zu sein. Habe dann noch weitere Server getestet und das hat sich dann auch bewahrheitet. Meine Vermutung, die Server sind tatsächlich am Limit. Und es liegt auch nicht an dem OVH-Speedtest. Ich habe auch Speedtest.net verwendet, da war die Geschwindigkeit auch nicht gut. Kommen wir zur Nutzerfreundlichkeit. Das behandle ich selten in meinen Videos. Aber in dem Fall sollte ich es mal tun. Es gibt einen Kill-Switch und der deaktiviert die Netzwerkadapter, wenn die Verbindung zum VPN deaktiviert wird. Erstmal ist ein Kill-Switch natürlich eine gute Idee, aber Netzwerkadapter deaktivieren ist gar keine gute Idee. Das ist nämlich völlig fehleranfällig. Wenn man diese Option aktiviert, ist der Client quasi unbenutzbar. Habe ich auch dem Support gemeldet, ja, ich sollte mal gucken, was ich für Adapter installiert habe. Nee, sorry, also ja, habe ich geguckt, dafür ist das ein ganz normaler Adapter installiert, aber da müsst ihr schon gucken, dass eure Software läuft. Dann gibt es das Feature Seamless Reconnect, das ist auch ziemlich schlecht beschrieben, weil mit Reconnect hätte ich jetzt verstanden, naja, ich kann halt mich zu einem neuen Server verbinden und bin halt sicher in der Zeit, dass da keine Verbindungen außerhalb des VPNs laufen. Das ist nicht so, sondern das greift nur, wenn es quasi einen technischen Defekt gibt und die Verbindung unterbrochen wird und der die Verbindung neu herstellt, dann stellt er sicher, dass keine Verbindung nach außen geht. Wenn ich jetzt manuell mich disconnecte und zum neuen Server connecte, dann hilft das nicht. In dieser Zwischenzeit quasi leakt meine IP oder wenn ich einen Torrent laufen habe, ist das natürlich gar keine so gute Idee. Also muss ich immer manuell den Torrent stoppen, dann den Server wechseln und dann den Torrent wieder starten. Finde ich eine blöde Idee, hätte man mit dem Kill-Switch einfach zusammenlösen können. So machen es auch andere VPN-Anbieter, die haben einfach Firewall-Regeln dann in der Windows-Firewall drin. Die stellen halt sicher, dass nichts außerhalb des VPNs läuft. Ja, wenn wir schon bei der Nutzerfreundlichkeit sind, da spielt auch das Torrent oder Peer-to-Peer eine Rolle. Wenn man auf der Website ist, kann man sehen, welche Server denn Torrents unterstützen und welche nicht. Das seht ihr hier im Screenshot. Auf der rechten Seite seht ihr einen Screenshot der Software und da sieht man diese Informationen einfach nicht. Und in der Software möchte ich sie natürlich haben, weil wenn ich mich zum Server verbinde, möchte ich natürlich vorher wissen, darf ich da Torrents laufen lassen oder Peer-to-Peer-Traffic oder halt nicht. Und das sieht man nicht. Hab's dem Support gemeldet, die haben Besserung gelobt, ja, aber im Moment ist es nicht so. Ist auch ein ziemlicher Schwachsinn, da jedes Mal auf die Webseite zu gehen. So, jetzt kommen wir mal zum Kill-Switch nochmal. Und zwar ist der von üblen Bugs geplagt, sobald ich da eben diesen Haken setze, dass die Netzwerkadapter abgeschaltet werden. Ich kriege zum Beispiel die Meldung, dass er die Interfaces nicht oder die Netzwerkadapter nicht sauber aktivieren konnte. Wie ihr aber seht, sind alle aktiviert. Ja, verbunden bin ich hier auf dem rechten Screenshot, sieht man oben zumindest. Die Software sagt irgendwie nicht verbunden und der Disconnect-Button ist ohne Funktion. Kommen wir zu den Features. Es werden viele Protokolle unterstützt, OpenVPN, IPsec, PPTP und ein Proxy hat man. Eine eigene Software, wie gesagt. Es gibt einen Kill-Switch, der mehr oder weniger funktioniert. Es gibt eine Leak Protection, das heißt, wenn ich auf die Seite IP-Leak gehe, wird meine IP nicht geleakt, weder über WebRTC noch über DNS. Es gibt einen Adblocker, der über DNS funktioniert, den muss man aber scheinbar erstmal konfigurieren, habe ich mich aber nicht mit beschäftigt, um sich zu geben. Es gibt auf Port 443 eine TCP-Verbindung, das ist wichtig, um aus aggressiven Firewalls rauszukommen. Es gibt auch ein Stealth-VPN, der sicherstellt, dass man aus aggressiven Firewalls wie aus der chinesischen Firewall rauskommt. Port Forwarding wird unterstützt, man kann also Ports weiterleiten und die Verschlüsselung kann gewählt werden. TorGuard bietet mehr als 3000 Servern, die in 50 Ländern stehen. Das ist auch einer der großen Vorteile auf jeden Fall von TorGuard, dass man so viele Länder zur Verfügung hat, zum Beispiel auch Russland. Das mag ja für den einen oder anderen, der Steam-Keys aktivieren will, ganz interessant sein. Ja, kommen wir zur Sicherheit. Was mir super gefallen hat, man kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Login im Web-Interface nutzen mit dem Google Authenticator. Dann gibt es OpenVPN, ja, gute Verschlüsselung, klar. Stealth-VPN hatte ich schon erwähnt. Es gibt keinen IP-Leak und laut TorGuard wird auch die IP nicht gelockt. Auch das ist sehr gut. Ja, dann kommen wir zum Kill-Switch, habe ich ja schon gesagt, dass der ziemlich schlecht funktioniert, mit Bugs geplagt ist und beim manuellen Trennen der Verbindung dieses Seamless Reconnect eben nicht greift. Also ich finde ihn ziemlich nutzlos, ich musste den aber ausschalten, weil sonst hätte ich die Software nicht nutzen können. Kommen wir zum Support. Ich habe immer schnelle Antworten per Mail bekommen, auch wenn die nicht immer das enthalten haben, was ich mir gewünscht hätte. Es gibt eine Knowledge Base und es gibt ein Forum. Kommen wir zu den Preisen. Die Preise sind nicht besonders günstig im VPN-Segment, das gebe ich zu, aber ich finde, für das, was man geboten bekommt oder auf dem Papier geboten bekommt, sind die Preise völlig okay. Man hat immerhin 3000 Server, 50 Länder und kann 5 gleichzeitige Verbindungen aufbauen. Und das ist eigentlich auch das Tragische an TorGuard, weil eigentlich kann der die ganzen
Features, die ich mir wünsche vom VPN, hat er alle, aber die sind teilweise so schlecht umgesetzt und der Support ist auch so unbelehrbar, dass er das scheinbar noch für richtig hält, dass das irgendwie gar keine Alternative ist, der VPN-Anbieter, vor allem nicht zu diesem Preis. Und bei solchen Preisen möchte man natürlich auch die volle Geschwindigkeit haben, das ist natürlich auch klar. Das Fazit mit Wertung findet ihr natürlich wie immer in meinem Blog, Link ist jetzt hier eingeblendet.